Bahnhof sind frische Reserven schwerer und schwerster Waffen eingetroffen. Das war 1939. Amerikanische Fahrzeuge von unseren Fliegern angegriffen. Und diese Familie, eine jüdische Familie, wahrscheinlich in Deutschland oder Österreich, wurde weggebracht. Zuerst brachten sie die Eltern weg und die Kinder brachten sie getrennt fort. Und dieses Mädchen, das zu dieser Zeit 13 Jahre alt ist und ihr Bruder, der 8 Jahre alt ist, wurden mit vielen anderen Kindern zu einem Bahnhof gebracht. Die Eltern wurden irgendwo hingebracht, in eine Art Arbeitslager oder so etwas. Diese Kinder wurden getrennt. Und sie rissen sie aus einer wohlhabenden Familie und jetzt befinden sie sich auf einem Bahnsteig an einem Wintertag. Kinder sind Kinder, sobald sie da sind, spielen sie und dieser Junge geht los, um mit Leuten zu spielen. Sie treten etwas herum, spielen Fußball, all das. Dann kam der Zug. Sobald der Zug kam, kamen die Soldaten und schoben jeden in die Züge wie Vieh. Sie waren alle beladen. Und nachdem sie im Zug waren und der Zug begann sich zu bewegen, sagte der Junge, dass er seine Schuhe auf dem Bahnsteig vergessen hatte. Das Mädchen wurde so wütend, ein 13-jähriges Mädchen. Sie wurde gerade getrennt, verwirrt, du weißt schon, aus einer wohlhabenden Familie genommen, und jetzt sind sie auf der Straße. Sie wissen nicht, wohin sie gehen, was als nächstes passiert, sie wissen gar nichts. Jetzt ist es Geschichte, wir wissen all die Dinge, die passiert sind. In diesem Moment wissen diese kleinen Kinder nichts davon, was geschehen wird. Und nun vergisst dieser Bursche seine Schuhe und kommt, es ist ein kalter Monat. Also hielt sie ihn am Ohr und drehte es so viel sie wollte und sie beschimpfte ihn. Du Idiot, ich habe genug Ärger an der Hand und jetzt musst du kommen und deine Schuhe vergessen. Und als sie zur nächsten Haltestelle kamen, trennten sie Jungen und Mädchen. Also wurde er irgendwo hinweggebracht, sie wurde irgendwo hinweggebracht. Vier Jahre später kam sie aus einem Konzentrationslager heraus. Die einzige Überlebende der Familie, 17 Mitglieder der Familie verschwanden einfach, einschließlich diesem Jungen. Sie fanden nie heraus, wohin er ging. Er löste sich einfach irgendwo auf. Und alles, an das sie sich erinnern konnte, waren die letzten Dinge, die sie zu diesem Jungen gesagt hat. Sie hätte etwas Nettes zu ihm sagen können. All die schrecklichen Dinge, die sie ihm gesagt hat, weil er seine Schuhe verloren hat. Und als sie nach 4,5 Jahren aus dem Konzentrationslager kam, entschied sie sich. Es spielt keine Rolle, mit wem ich spreche. Wenn ich mit jemandem spreche, falls das letzte Mal ist, dass ich mit ihm spreche, sollte ich es nicht bereuen. Wenn du nur so mit Leuten sprichst, wirst du definitiv etwas anderes sagen. Und woher weißt du, dass es nicht das Letzte sein wird? Wer auch immer neben dir sitzt, woher weißt du, dass es heute nicht das letzte Mal ist, dass du ihn triffst? Es könnte möglich sein, oder nicht? Ja? Und dieses eine Gelübde, das sie für sich selbst abgelegt hat, hat ihr ganzes Leben transformiert und sie wurde zu einem so wunderbaren Menschen, weil sie entschied, dass sie, mit wem auch immer sie spricht, mit demjenigen so spricht, als ob für den Fall, dass dies das letzte Mal ist, sie es nicht bereuen wird. Sogar so eine schreckliche Sache passiert ihr, sie macht daraus einen Segen. Wenn du eine funktionierende Intelligenz hast, was auch immer in deinem Leben passiert, du kannst es zu einer großen Möglichkeit für dich machen. Oder was auch immer passiert, du kannst daraus Elend machen. Ist es nicht so? Wie auch immer die Situation ist, es spielt keine Rolle, wie die Situation aussieht. Wie auch immer die Situation ist, du kannst sie zu einer großen Möglichkeit machen, wenn du nur bereit bist, sie mit Offenheit zu betrachten. Kann alles gedreht werden.